So, das war die Box, dann die Kabelrolle. Ach so, der bleibt stehen, gut. Einen Augenblick. Oh, muss mich nur kratzen. So. Ach so, den Laser habe ich jetzt ausgeschaltet. Ja. Kann ich wieder anmachen. Jo. Den kann ich schon mal nicht bewegen. Wo ist denn der Ausgang? Oh, hier. Das wäre eine Möglichkeit. Dann brauche ich aber noch einen oben. Der war dann hier. So. So. So, stimmt das jetzt überhaupt? Jetzt gehe ich hier erstmal durch. Da bin ich hier, geht die Leiter runter, hab den Schlüssel. Ja, der ist ja schon an. Dann kann ich hier hoch, dann kann ich hier, da wird ein Laser aktiviert, aber gleichzeitig auch Sprungbrett. Aber wenn ich dann darüber gehe. Schlüssel muss ich ja die ganze Zeit behalten. Jetzt komme ich aber hier, glaube ich, gar nicht hoch. Das ist zu hoch. Kann ich hier nur eins runter? Dann ist aber der scheiß Laser. Der Schlüssel wird zwar helfen, aber da bräuchte ich noch eine Box oder so. Da ist ja auch nochmal ein Laser. Also um diesen Laser erstmal. Ach Mist. Diesen auszuschalten müsste ich erstmal so hier anfangen. Anders da geht's ja gar nicht. Das ist das Erste, was ich überhaupt machen muss. Weil klar, hier ist der Laser und wie soll ich da durchkommen? Das ist, der Schalter ist ja hinterm Laser, das geht ja nicht. Also es kann ja nur das Erste sein. So, jetzt darf ich alles wieder neu aufbauen. Oh, das ist mein Ausgang. So, ich nehme die Kabelrolle hier. Hier kann ich hochspringen. Vielleicht war es ja auch schon richtig gewesen. Moment. Ach so, der ist ja noch aus. Ist ja noch aus. Würde ich das jetzt machen? Das habe ich doch verschissen. Das war's doch. Hä?
komme ich ja nicht mehr rein oder nicht mehr zurück, so. Ach, was mache ich? Muss ja auch gar nicht dahin. So. Ist ja faktisch, das ist ja das Erste, was ich machen muss, das wissen wir ja, wegen der Laser, wie gesagt. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Außer über die Tür. Hätte natürlich sein können, dass die Reihenfolge doch vielleicht irgendwie anders war. Dass ich das später vielleicht nochmal irgendwie benutzen musste. Hey, geht aber auch nicht. Weil es die einzige Tür ist, ich komme ja da gar nicht mehr zurück. Ja. So, wenn das nicht geht, bleibt ja nur noch das. Also das muss ja schon mal richtig sein. Ich gehe hier rüber, so, springe hier hoch, kann den Laser einschalten. Kriege ich das jetzt vielleicht so hin, wie ich es vorher geplant habe? Das wäre gut. Ja, eigentlich nett. War ich ja da oben, bin hier runter. Ah, hier ist er jetzt. Verstehe, hier ist er. Ah ne, das geht ja gar nicht. Ach, das geht ja gar nicht. Ah, ich komme doch aber hier wieder zurück. Natürlich geht es. Genau, jetzt ist nämlich genau das, was ich vorhin... Weil ich ja gesagt habe, Schlüssel. Problem war beim Schlüssel, bis hierher bin ich gekommen. Dann war aber hier der Laser an. Jetzt habe ich mit mir doch aber die Spule. Jetzt sehe ich aber wieder ein neues Problem. Die Spule müsste ich wahrscheinlich erstmal hier lassen. So. Also ich lasse die Spule erstmal hier. Gehe hierher. Ach, das darf ich ja gar nicht mehr abknüpfen. Ja, ist aber egal eigentlich. Stört ja nicht. So. So, jetzt kann ich den Schlüssel holen. Und wie am Anfang. So. Oh, das war jetzt aber die Sache mit den, wie gesagt, mit den Schlüsseln. Da habe ich gesagt, vielleicht... Ah, Moment, jetzt bin ich erstmal falsch. Ach, Kacke. Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt blöd. Stimmt doch nicht, was ich dann mache. Wegen den Gang, ich kann den jetzt nicht nach oben. Ah, und verbaue ich mir wieder alles. Ne, das war falsch. Also nochmal logisch. Das müsste eigentlich, habe ich ja gesagt, vorhin der erste sein. Und ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, durch den Laser zu kommen. Frage war aber, kann ja trotzdem sein, dass ich trotzdem erstmal wie am Anfang irgendwie hier erstmal runtergehe. So, den Schlüssel holen, lasst es erstmal. Und dann, dann erstmal die Leiter, damit ich hier wieder reinkomme und wieder das benutzen kann. Dann hier. Dann nochmal. Hier rein, hier runter, Schlüssel holen, Schlüssel nach unten bringen. Die Verbindung erstmal noch gar nicht machen. Problem ist, wenn ich hier reingehe,
Ah, da könnte ich hier noch raus. Ah, Moment. Da könnte ich hier noch raus. Muss ich den vorher aktivieren, genau. Okay, ich glaube, das stimmt schon als erstes. So. Jetzt weiter gucken. Und zwar könnte ich hier wieder rein, indem ich quasi die Verbindung aufbaue. Wenn ich hier wieder drin bin, könnte ich hier wieder rein, anstatt dass ich hier aber rausgehe. Könnte ich da rausgehen, weil der ist ja jetzt an. Moment, ich muss. Ah, hier habe ich noch eine Leiter. Genau, da muss ich als letztes dann raus. Hierher mit dem Schlüssel. Der glaube ich hierher. Da bleibt ja nur noch das hier. Muss ich überlegen, ob das überhaupt klappt. So, was wollte ich jetzt machen? Erstmal hier runtergehen. Den überlagern mit denen, da reingehen. So, und dann kann ich den Laser ausschalten, die Spule mitnehmen, kann hier rüber, kann hier hochspringen mit der Spule. Ja, da habe ich die Verbindung auch mit den Schlüssel. Die Spule könnte ich hier lassen. Könnte ich ja im Prinzip auch. Da muss ich auch zu. Ach, den Schlüssel brauche ich ja auch noch. Hier habe ich mir halt gedacht, irgendwie die Spule fallen lassen und dann den Schlüssel. Oder beziehungsweise auf die rechte Seite. Zuerst mal die Spule hier fallen lassen, dann nochmal hoch, Schlüssel holen. Dann den Schlüssel, der sperrt ja den Laser, da könnte ich links hier runter, hier die Spule holen, runter. Und nochmal hoch, um den Schlüssel zu holen. Ja, das müsste doch gewesen sein, genau. Was habe ich jetzt gesagt? Erstmal runter, genau. So, das dann darüber. So, ausstellen. Ah, ne, das stimmt schon. So. Dann, wie gesagt. Och, das ist aber jetzt. Wie soll ich das machen? Oh, das ist ja sau schwer. Wie soll ich das fallen lassen da? Och, nee. Jetzt ist doch alles wieder aus. Wollt ihr mich verarschen oder was? Scheiße, jetzt hat er alles wieder zurückgesetzt. Ach, Kacke, nochmal von vorne. Steht noch, da habe ich ja gesagt, den Schlüssel runterholen, das schon mal aktivieren und das Ding hierher. So, dann da rüber. So. Oh, hol mal am besten erstmal den Schlüssel. Frage ist, bleibt der Schlüssel überhaupt auf der Spule? Ja. Ist die irgendwie. Oh, wie soll ich das machen? Sich hier hochspringen und direkt das Ding fallen lassen. Ach, das geht nicht.
Ich hab einen Denkfehler oder was? Moment, wenn ich mich fallen lasse, kann es. Ah. Gibt's doch nicht. Ah, so vielleicht fallen runter und dann fallen lassen. Natürlich später. Ach, das gibt's doch nicht. Nimm das mal den Schlüssel weg. Ich weiß nicht, ob ich dann da durchfalle, das ist die Sache. Okay. Aber so hatte ich es gar nicht geplant. Ich wollte es auf die andere Seite. Ach Scheiße. Ich glaube, ich wieder ganz verkackt. Genau das, was ich hier mache, hätte ich doch auf der anderen Seite machen müssen. Oh. Scheiße. Ah, das hat wieder nichts mit Denken zu tun. Sowas mag ich nicht. Ich hab ja nichts gegen so. Keine Ahnung, ob man die Jump'n'Run-Spiele nennt oder wie auch immer. Ich spiele sogar gerne das. Wie heißt das Genre? Metroidvania. Ist ja auch viel Geschick und sowas dabei, ist ja kein Problem. Weil jetzt will ich Rätsel zocken und da habe ich keinen Bock auf so einen Scheiß. Oh, jetzt weiß ich aber, glaube ich, Bescheid. So, und nochmal. Ach, und zwar, was ich auf der anderen Seite gemacht habe, muss ich nämlich genau hier machen. Ja. Das ist wirklich eng. Jetzt weiß ich. Ah, das hätte wahrscheinlich gestimmt. So. Das gibt's doch nicht. So. Ja, das gleiche mit dem Schlüssel. Oh. Lass mich raten, ich flieg dann wieder in den scheiß Laser rein. Ist noch ein Stück weiter. Jawoll. So. Moment. Das ist nicht gut. Ach, Moment, ich muss doch. Ach, ich bin doch vielleicht ein Idiot. Ich bin doch ein Idiot. Laser hätte ich doch schon längst ausschalten können. Ich bin vielleicht ein Vollhannes. Es hätte so oder so nicht geklappt, was ich da die ganze Zeit versucht habe. Hä? Ach so, den habe ich noch gar nicht. Ach so. Falsch positioniert. So. Hab schon gedacht, man kann hier Schlüssel oder Gegenstände nicht mitnehmen hier an den Leitern. Endlich, Mann. Manchmal mache ich wieder Aktion.
Hätte aber fast geklappt. Hätte aber fast geklappt. Also ich entschuldige mich jetzt wieder an die Spielemacher. Es war dann doch nicht so ein Scheiß rumgefuchtelt. Gefuchtelt oder Jump'n'Run mäßiges. Hatten die ja gar nicht vorgehabt. So, jetzt fehlt noch unser Gameboy-Teil. Eine Glühbirne. Da ist sie ja. So, okay, das kann man überall hinschieben. Also, immer wieder das letzte Puzzlestück, das ist ja immer eigentlich eine gute Vorangehensweise. Also das muss immer, das muss auf jeden Fall das letzte sein. Oh. Ausgang. So, und dann arbeiten wir uns zurück. Wo haben wir Leitern oben? Dazu passen. Hier schon mal nicht. Hier nicht, nur da. Also einer von den drei Leitern ist für die Tür. So, dann haben wir aber... So, hier ist eigentlich völlig egal, welche wir nehmen, sind ja sowieso identisch. Eine muss für eine Leiter runter sein, da haben wir zwei Stück, nur, da können es auch nur die beiden sein. So, und wie gesagt, das, welche von denen wo runter ist, eigentlich völlig egal. Muss man höchstens nur drauf achten, wegen der Tür rechts oder so. So muss es ungefähr stimmen. Frage ist jetzt nur, welches mit welchem verbinden. Also, wenn ich jetzt... Ich könnte... Ne, hier komme ich ja gar nicht durch. So, hier komme ich auch nicht nach unten. Ich kann hier erstmal nur nach links. So, Frage ist, ob ich direkt die Glühbirne holen muss oder erstmal das hier. Ich glaube, erst die Glühbirne. Ich sehe gerade, die Box kriege ich doch sowieso nicht, die Leiter nach unten. Die kann ich nur rechts rausschieben. Also kann das schon mal gar nicht stimmen hier. Ja doch, das... Ah, Moment. Scheiße. Jetzt muss ich später benutzen. Erst wenn ich hier hochgegangen bin, muss ich die Box hier rausschieben. Und zwar genau hier durch. Hier nach unten, glaube ich. Oder sowas in der Art. Da muss ich die doch hier durchschieben. Ich denke eher unten. Das kommt nach oben. So, das ist das erste. Und dann irgendwo hier runter mit der Glühbirne, hier wieder hoch. Frage ist mit der Box. Ach so, au, ah. Ah. Ja, das wird auch nicht stimmen. Die Box kann ich zwar hier drauflegen, dann ist die hier. Jetzt muss ich mal überlegen. Moment, ich muss ja erstmal Sprungbrett bzw. Trampolin oder wie auch immer. Muss ich hier doch erstmal aktivieren. Das mit dem Laser, ganz ehrlich, das mit dem Laser begreife ich nicht. Ich
Ich müsste dann höchstens mit der Box gleichzeitig irgendwie da drauf und die Box müsste dann auf der linken Seite sein, dass ich mit der Box darüber komme. Aber die Frage ist auch, wozu die Box überhaupt? Moment, ich hol die Glühbirne. Ich gehe mit der Glühbirne hier runter. Moment, ist das alles nur Ablenkung? Ich kann doch hier direkt... Hier komme ich doch hoch. Nee, das ist zu... Hier brauche ich die Box. Okay, jetzt verstehe ich. Deswegen muss ich die Box dann irgendwo... Also klar, erstmal hier rechts raus, hier hoch. Und der Ausgang dann wahrscheinlich hier mit dem Mittelteil verbinden. So, ich komme dann hier raus und muss die Box dann quasi hier rausschieben. Die Box erstmal alleine hochkatapultieren lassen. Und dann, beziehungsweise einfach hier hinlegen. Ich muss dann hoch, hier aktivieren, die Box so erstmal zurück. Und dann die Leiter nehmen. Box so. Von Anfang hier, Glühbirne nehmen. Nach unten gehen. Die Glühbirne mit der Glühbirne. Ja, die kann ich erstmal hier liegen lassen. Dann erstmal hier nach links gehen. Die Box hier hinlegen. Wieder zurück. Hier wieder runter. Hier hoch. Ah, hier hoch kann ich ja gar nicht. Moment, aber wenn man sich das so anschaut, das ist doch genauso hoch. Jetzt will ich einfach mal gucken, das kann doch nicht sein, das sieht gar nicht so hoch aus. Nee, da komme ich wirklich nicht mehr. Jetzt brauche ich die Box auch hier noch. Ich brauche die Box auch noch da. Tja. Was? Ich glaube, die Box hätte ich dann doch erstmal hier hochbringen sollen. Und anstatt hier den Weg, den ich hier verbunden habe, ich Idiot, muss ich die Box davon hier dann hier runterfallen lassen. Dann hätte ich, dann war der Weg hier falsch. Aber nochmal von Anfang. Der Weg ist falsch. Ich muss die Box dann doch erstmal hier rauskriegen. Das ist, glaube ich, erstmal so das Erste. Die Box holen, zurücklaufen, hier durchfallen lassen. So. Das wird jetzt schon ein bisschen kompliziert. So, wie mache ich das? Ich habe die Box hier. Problem, die Verknüpfung darf ich ja gar nicht mehr lösen. Was ja wahrscheinlich gar nicht... Was völlig egal ist. Aber ich muss die Box da hinkriegen. Wenn die hier ist... Und ich die Verbindung nicht mehr lösen kann. Ach Mann. Okay, ich glaube, der Ausgang ist hier.
Frage ist, bleibt die Box da hängen? Glaub aber nicht, sonst hätten die das durchgehend gemacht. Man, wenn ich die Box aber doch da unten hab, dann muss ich das Stück doch auch logischerweise mit denen verbinden. Weil ich die hier brauche. Und dann die Box wieder zurückschieben. Dann kann ich... Und das ist das Ende. Ich glaube, so müsste jetzt stimmen. So, jetzt nochmal komplett durchgehen. Also, als erstes gehe ich hier durch. Hol die Box, hol die hierher. So, schieb die quasi komplett durch, damit der ganz nach unten fällt. So. Jetzt gehe ich wieder hier zurück, gehe die Leiter runter, gehe hier hoch, gehe hier durch, hol die Box, ziehe sie hierher. Jetzt hole ich die Glühbirne. So, die Box bleibt aber, muss ich trotzdem wieder zurückschieben, hier auf die Plattform. Dann habe ich die Glühbirne, da gehe ich hier runter, da gehe ich mit der Glühbirne hoch, die Glühbirne lasse ich hier, dann gehe ich hier durch. Schalte das Ding an, dass die Box hier hochgeht. Die bleibt hier hängen. Dann nehme ich die Box hierher, tue sie hier. So, das war's jetzt aber. Wehe, das stimmt nicht. So, das war's erste. Jetzt muss ich natürlich hier zurück. Leiter runter. Hier hoch. Hier runter. Die Box holen. So. Die Glühbirne kann man erstmal hier stehen lassen. So. Die hierher. Hier runter. Muss ich nochmal gucken. Okay, hier. Glühbirne. Box holen. Und geschafft. Hihi. So. Den setzen wir gleich mal in den Gameboy ein. So, wo muss ich damit überhaupt hin? Achso, die Kabelrolle. Hier. Einsetzen. Achso. Und zum nächsten Level. Also das Rätsel fand ich mal wieder echt saugenial gemacht. Wozu brauche ich das Ding? Ach, da oben irgendwo. Ah, okay. Also das letzte Rätsel war wirklich gut gemacht mit der Glühbirne. Okay, hoch komme ich schon mal nicht. Ach so, wir sind ja fertig, habe ich ganz vergessen. So.